Ich breche mir die Beine wegen Ausrutschen. Ich ersticke an einem Bonbon wegen Falschlutschen. Ich verliere meine Schlüssel wegen Parkinson. Mit einem Hammer hauen mich Kinder wegen Donkey Kong. Was ich sagen möchte oder schon gesagt habe, ich packe so viel Wörter in einen Satz, ich bin der Boss. Was geht ab? Hey, hast du vom Kollegen geklaut, oder? Ah, Quatsch, Mann, ich brauch den nicht. So, was geht ab, Jungs, hier? Heute mal zu dritt wieder. Ja, moin! Yay. Zu dritt wegen hier, Jubiläum. Wie heißt das? Die Nulliumsfolge, ne? Ja, irgendwas mit Null ist jetzt dran. Echt? Ja, das ist jetzt, glaube ich, die Nullte. Nee, das Null mit Eins vorne. Das ist die Folge. Ihr seid nicht ernsthaft schon bei 10 und ihr wurdet noch nicht abgesetzt vom Sender. Nee, Nee, noch nee. nicht. Wir warten auch auf irgendwelche Schreiben von irgendeinem Gericht oder so. Ich Ja. wette, die sind einfach irgendwo untergegangen bei euren 1000 Messages auf Insta und Facebook und Ja, Knuddels. das ist unser Plan. Wir spammen einfach alle voll, damit gar nicht mehr hinterherkommt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Wie geht's euch? Ja, mega. Und dir? Also ich meine, wir sitzen uns ja heute tatsächlich nicht ganz persönlich gegenüber. Also ich meine, ich sitze Hannes gegenüber, aber du bist ja ein bisschen weg. Wo bist denn Ja, wo ich genau bin, darf ich gar nicht verraten, das ist geheim. du? Ja, alles Hat wieder klar. was mit Arbeit zu tun, aber es ist sehr nah an der polnischen Grenze. Und ja, ich habe jetzt Feierabend. Du hast dich hochgearbeitet. Ich habe mich hochgearbeitet zu einer geheimen Organisation. Aber ich sage euch eins, ne? Ich bin jetzt hier seit, weiß nicht, 10 Tagen oder so. Ja. Und ich bin so unglaublich im Rage-Modus. Wieso hast du... Wirklich, es ist, ich finde es bewundernswert, dass noch alle leben. Wirklich. außer dir. Naja, ich bin halt der Stärkste, aber dass noch alle anderen leben. Krass. Und ich war schon Bogenschießen. Du warst schon Bogenschießen. Ja. Trotzdem leben alle. Deswegen ist er auch der Stärkste, weil er den Bogen. Verstehe. Tut mir Ja. leid, ich habe auch ein bisschen Husten. Hast du Das, Husten? ja, so ein bisschen. Oma hat immer gesagt, du musst dir dein, wie heißt das? Hinten, unterer Rücken Du hier. musst untenrum warm halten. Nee, hier, da. Guck mal, Nacken, wo ich. Nacken, Nein, das ist wie der Nacken Nacken, gesagt. Steiß. Steiß, ja Nimm genau. Steiß. Steißbein, das muss warm sein. Da musst du Das immer. Steißbein muss warm sein bei Husten. Ja. Deine Oma hat dich so hardcore angelogen, das kannst du dir gar nicht Nein, vorstellen. das war früher, das war. Was? Seine Oma hat ihm Hardcore rangenommen? Das aber jetzt. Angelogen. Ja. Alter. Leute. Ja, ich weiß, uns unterscheiden gerade hier 400 Kilometer, aber durch die moderne Technik ist das trotzdem möglich. Verrückt. Everything is possible. Ich sag dir das. So, jetzt hören wir mal auf mit dumm rumlabern. Jetzt machen wir Tacheles hier. Tacheles, okay. Was ist Jetzt denn Tacheles? gibt es hier mal die erste Kategorie. Oh. Würde ich mal sagen, oder was? Kurz informiert. Kurz informiert. Ja. Wer möchte anfangen? Der Gast fängt an. Der Gast fängt an. Der Gast fängt an, okay. Also, ich habe zwei Sachen. Ich weiß nicht genau, ich habe euer Kategoriensystem noch nicht verstanden. Also, ich habe was richtig Cooles und was richtig Ekliges. Das eine kommt bei kurz informiert, das andere bei kurz vorgestellt. Ja, da siehst du, dann weißt du auch Bescheid. Also, was willst du jetzt? Ja, wir sind bei kurz informiert. Also, das Eklige. Hör doch zu, Junge. Oh, ehrlich. Okay, ihr kriegt das Eklige zuerst, damit wir das Eklige abgearbeitet haben. Okay, Und zwar geht es um mein Lieblingsthema Kacke. ja, geil. In Fachkreisen Ja? auch gut genannt. Richtig. Und die Zeitungsartikel, die ich gleich zitieren werde, bezeichnen es auch immer als Kot oder Fäkalien. Und zwar ist es ein großes Problem, dass immer wieder Flugzeuge Kacke verlieren. Ach. Oder Urin. Wenn nämlich Ventile am Flugzeug kaputt sind, an der Flugzeugtoilette, Ja. das Ganze fließt dann raus, friert aber sofort fest und beim Sinkflug auf dem Flughafen schmilzt es und fällt zu Boden. Wie geil ist das denn, Ich möchte daher aus der Sun zitieren: ja. Ekelattacke auf eine Familie in Kanada. Ein Flugzeug hat wenige Kilometer von Toronto entfernt die Toilette auf das Haus einer Familie entleert. Im Garten des Anwesens spielte gerade die Mutter mit ihren Töchtern, als die stinkende Masse vom Himmel fiel.
Das ist der Teaser für diesen Artikel. Dann geht's weiter. Geht es noch ekliger. Eine Familie in Kanada wurde vom Himmel herab mit Kot bespritzt, als sie im Garten ihres Hauses spielten. Demzufolge war ein Flugzeug über das Haus, das hier etwa 90 Kilometer von Toronto, bla bla bla, geflogen ist, offenbar seinen Toiletteninhalt entleert. Emma, die Hausbesitzerin, habe gerade im Freien mit ihren 28 Monate alten Töchtern gespielt, als eine mysteriöse braune Flüssigkeit vom Himmel gefallen sei. Die stinkende Substanz habe die ganze Terrasse und den Swimmingpool der Familie bespritzt. Alter. Zitat: Ich hatte keine Ahnung, was es war. Ich dachte, vielleicht ist es ein Regenschauer. Ja, genau. Aber es dauerte nur ein oder zwei Sekunden, sagte die Mutter. Ich steckte einen Finger in das Wasser des Pools und roch es. Es war Kot. Glücklicherweise wurde die Familie selbst nicht vom Kot getroffen, trieb die Sun. Allerdings habe ihr Hund nicht solches Glück gehabt. Er sei über und über vom stinkenden Chaos überschüttet worden. Geil. Vor allem steht auch, die wurden bespritzt. Also war ein richtiger Spritzbuß. So wie man sich das vorstellt, wahrscheinlich. Pass auf. Das nächste ist ein so deutsches Wort, dass ich mir das deutscher vorstellen kann. Na? Was genau ist eurer Meinung nach ein höhentypisches Spritzmuster? Ja, die pass auf, das Ganze ereignete sich nämlich in Peterslar, einem Ort irgendwo in Niedersachsen. Das ist ein ganz großer Ding. Ein ungewöhnlichen großen Fäkalienhaufen hat ein Anwohner am Montag auf seinem Grundstück in Peterslar entdeckt. Polizeibeamte untersuchten den Fund und kamen zu dem Schluss, dass er aus einem Flugzeug stammen müsse. Dafür spreche das höhentypische Spritzmuster. Und die Tatsache, dass das Haus in der Einflugschneise des Flughafens Köln-Bonn steht. Ja gut, da gewinnt der Begriff Einflugschneise, Scheiße eine ganz neue Bedeutung, ne? Und als ich das gelesen habe, habe ich mich weiter über das Thema informiert. Ja. Und es ist immer wieder so, dass sogenannte Urinbomben vom Himmel fallen. Es ist so weit, dass eine Frau in Indien davon erschlagen wurde. Achso, weil das schon gefrorene Pisse war, oder wie? Ja. Es ist ein 30 cm Durchmesser dicker Batzen vom Himmel gefallen und hat sie im Genick getroffen. Also es ist ja auch nichts Neues, ne, dass Leute irgendwie bei starkem Hagel von riesigen Brocken erschlagen werden, aber wenn der dann noch aus Pisse ist, ist schon doppelt Kacke. Naja, diese Artikel zogen sich jetzt über die letzten 4 Jahre. Herrlich, ich habe eben Tränen gelacht bei der Vorbereitung auf diesen Podcast. Wie geil ist das, ey? Death by Pisse. Death by Pisse oder Death by Code. Ach, genau, da war doch auch noch eine Frau. Die in ihrem Cabrio an einer roten Ampel und plötzlich große braune Tropfen durch das Schiebedach ins Gesicht bekam. Ich schmeck hier Scheiße. Also, Susan beschrieb das Erlebnis gegenüber der Zeitung als widerlich, erniedrigend und demoralisierend. Ach, hör auf. Als ob sie solche Fachbegriffe benutzt hat. Nee, das kennt sie doch von zu Hause, oder nicht? Ja. Hör auf. Aber die Frau ist fast unverletzt. Sie hatte nur eine Bindehautentzündung, weil sie was ins Auge gekriegt hat. Ja. Wie geil. Je kaputt, ey. So ein Scheißthema. Ich sage immer, beim Abspritzen sollte man ja auch die Augen zumachen, aber gut. Alter. Das erklär mal jemand. Das glaubt dir niemand. Auf jeden Fall. Stell dir vor, ich muss ja dann irgendwann zum Augenarzt gegangen sein oder zum Allgemeinarzt auf jeden Fall. Sagt hier, ich habe eine Bindehautentzündung, ist alles voll scheiße. Hm. Ich sehe nur Kacke. Aber ich habe ja jetzt, wo du das vorgelesen hast, habe ich ja folgende Theorie zu den Kanadiern, ne? Weil da hast du irgendwie gefühlt die meisten Geschichten vorgelesen. Ja, interessanterweise ja. Ich stelle mir das in Kanada, die sind ja so ein bisschen rückläufig. Stelle ich mir das einfach so vor, dass die so weit rückläufig sind und einfach mit den Bibelplagen noch nichts zu tun hatten. Und dann denken die vielleicht, oh, ist das jetzt die erste Plage und was kommt als nächstes? Geht es noch schlimmer? Was ist das, deine Überleitung zu Notre Dame wirklich? Ehrlich, muss das sein?
Über Notre Dame müssen wir nicht sprechen, oder? Nee, it's too early. Ja. Ich habe für kurz informiert tatsächlich eine Sache, die hängt nur beiläufig mit Notre Dame zusammen. Und zwar an dem Feuer, sozusagen, was ja gestern ausgebrochen ist. Also wenn ihr das hört, morgen ist Mittwoch, am Montag ist ja das Feuer ausgebrochen. Und dort wurde sich tatsächlich in den sozialen Medien aufgeregt, dass ARD und ZDF, also die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ihr Normalprogramm quasi nicht unterbrochen haben, um dort zu informieren. Also CNN weiß ich und was gibt's hier noch? Phoenix und diese ganzen Sachen, die haben ja ihr komplettes Programm unterbrochen, um dann davon zu berichten. Jetzt war ja allerdings tatsächlich der Informationsgehalt von diesem Thema war ja relativ gering. Es hat gebrannt, keiner wusste warum und es hat der irgendein Turm ist eingestürzt und so weiter. Aber wie gesagt, der Informationsgehalt war relativ gering. Wurde sich darüber aufgeregt. Ja, genau, eben. Und jetzt wurde sich aber darüber aufgeregt, dass ARD und ZDF quasi einfach an ihrem Programm festgehalten haben. Und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, die wir in Deutschland haben, sollten doch bitte so einem wichtigen Ereignis, sollten sich dem doch bitte beugen und dann dort live berichten. Im Grunde genommen, erst habe ich gedacht, ja, okay, kann ich total nachvollziehen, weil man davon ausgeht, dass man bei ARD und ZDF relativ objektive Informationen erhält. In dem zweiten Gedanken habe ich dann aber gedacht, warum? Also sozusagen, ich bin eher der Meinung, es macht schon Sinn, das Programm zu unterbrechen, wenn es beispielsweise um Naturkatastrophen geht oder wenn es um, keine Ahnung, Amoklauf geht oder um Terroranschläge oder so, keine Ahnung, wo halt sozusagen ja noch Zukunft, also wo noch aktuell Gefahr besteht, dass dort jemand verletzt werden könnte. Und meiner Meinung nach war das in diesem Fall nicht gegeben, sodass ich da tatsächlich auf der Seite von ARD und ZDF bin und sage, ja, wir halten am normalen Programm fest. Natürlich ist das sehr emotional und Notre Dame ist ja nun auch tatsächlich historisch auf jeden Fall eine Größe. Über 700 Jahre, glaube ich, steht diese Kathedrale da. Kann ich für die, gerade aus Sicht der Franzosen, kann ich das auch nachvollziehen. Aber ich finde es dann in dem Moment nicht gerechtfertigt, tatsächlich darauf rumzuhacken, weil das hat eher wieder damit zu tun, mit diesem Voyeurismus, weißt du, ich muss irgendwie die ganze Zeit wissen, was dort auf dem, was am Ende, am anderen Ende der Welt ist jetzt Quatsch, aber sozusagen, was dort abgeht, um nur zu sehen, wie diese Kathedrale abbrennt. Also es ist ja mehr so eine Mediengeilheit, um die da auszuleben. Deswegen einfach mal an dieser Stelle kurz informiert, dass es halt diese Diskussion gab. Und tatsächlich aber meine Stellungnahme, ich bin da komplett auf der Seite von ARD und ZDF. Was denkt natürlich ihr? Hätten die das bringen müssen? Acht? Wieso acht? Ja, letztes Mal hatten wir fünf. Ja. Alles klar. Nee, es ist absoluter Bullshit. Ich meine, das wird zu hoch gehypt. Es gibt genug Elend auf der Welt und Krieg und da könntest du jeden Tag irgendwie einen Brennpunkt senden oder dein Programm für unterbrechen. Ein Brennpunkt? Das bist du schon wieder bei Kacke, oder? Nee, Brennpunkt war jetzt, weil es doch gebrannt hat. Ja. Ja. Oh Mann, Junge. Ey, für Witze ist das zu early, wirklich. Obwohl es für manchmal verletzt. Nee, ach komm, hör auf, ey. Wen soll das denn verletzen? Gérard Depardieu, der wohnt da nicht mehr. Nee, der wohnt in Russland. Na. Ja, ich sehe das auch so. Also absolut, das muss die nicht unterbrechen. In der heutigen Zeit hat jeder ein Smartphone, wo man das nachvollziehen kann. Ja, und wie gesagt, das hat halt keinen Informationsgehalt. Also was soll ich da irgendwie 4 Stunden zugucken, wie dieses Ding brennt? Es brennt halt. So, ich habe was viel Aufregenderes für kurz informiert. Haltet euch fest. Schön. Schön auch, dass du allein mit deiner Anmoderation meine gleich in den Dreck ziehst hier. Oh, nein. Was viel Interessanteres. Ja, okay. Also das war mein total unwichtiger Beitrag und Basti hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dein Beitrag war absolut richtig. Ja. Aber Notre Dame finde ich gerade nicht so wichtig. Ja, okay. Weißt du? Ja. Ich bin schon bestürzt, dass es passiert ist. Ja. Aber eigentlich so bin ich eher bestürzt über die Person, die da oben eine Zigarette geraucht hat und jetzt zu Hause sitzt und sich denkt, oh. Hätte ich es mal gelassen. Ups. Ja. Ah, nee. Ja, so, pass auf. Geht los. Neulich in Vietnam wurde ein
Mann gerettet. Neulich in Vietnam ist schon so gut. Neulich in Vietnam wurde ein Mann gerettet. Und zwar mit 15 Dosen Bier. Folgender Background. Der Typ war 48 Jahre. Klingt nach Herrentag. Ja, pass auf. Er war auf jeden Fall auf irgendeiner Party. So ist, der ist mit einer Alkoholvergiftung wurde der eingeliefert. Also der hatte eine zu hohe Menge Methanol in seinem Körper und die vermuten, dass das durch irgendwelche gepanschten Shots entstanden ist. Mhm. Ja? Und Diagnose denn, wenn du irgendwie zu viel Methanol im Körper hast, dann wandelt sich das um in Formaldehyd und Aminosäuren. Ameisensäure. So. Formaldehyd und Ameisensäure. So. Das ist ein lebensbedrohlicher Prozess. Was lacht der da? Ich kann nicht mal lesen, Alter, ehrlich. Aminosäuren heißt das. Nein, hier steht Ameisensäuren. Ja, genau. Hier, guck doch, hier steht's. Zu dumm zum Lesen, ey, wirklich. So. So, ihr Ficker, pass auf. Und die einzige Methode, wie man das, wie man dem irgendwie. Fotze, Entschuldigung. Ich wollte es. Ich wollte es wieder so weit, ich wollte es zurückhalten. Ist wieder Fotzenteil, Hannes? Ja. Na komm. Brauchst du noch zwei Minuten? Willst du es nochmal? Nee, nee. So, gut. So. Und so eine Methanol-Vergiftung wirkst du nur mit Ethanol entgegen und deswegen haben die dem Typen 15 Dosen Bier zugeführt. Und der hat dadurch überlebt. Zwischenfrage: Dürfte der die wenigstens auch trinken oder wurde das sozusagen intravenös? Kriegt man das aus dem Artikel raus, oder? Warte, ich guck gerade. Ich glaube, der wurde damit beworfen. Ja, wahrscheinlich. Stell dir mal vor, dein Arzt sagt ja, hier sind 15 Dosen Bier. Viel Spaß. Die musst du jetzt hier mal wegknallen. Wir brauchen das also, also, wenn ich zitieren darf, hier steht, durch die sukzessive Zuführung von Ethanol in Form von 15 Dosen Bier haben die Mediziner die Leber von Naht, so heißt der Typ, Naht, anderweitig beschäftigt. Ja. Ja, und dann konnte das. Was ist jetzt sukzessiv? Was ist jetzt sukzessiv so? Immer mal eben. Sukzessiv ist ja sozusagen durchgängig, aber schrittweise. Ja, wahrscheinlich dann doch intravenös. Das kann sein. Oder ein Bier nach dem anderen wäre auch sukzessiv. Das nicht in die Adern schicken. nee, da hätten sie nicht 15 gebraucht wahrscheinlich. Die haben ihm wahrscheinlich irgendwie am Mund haben sie ihm so einen Trichter festgemacht und haben es immer mal so. So eine Dose reinlaufen lassen. Na, mit so einem Helm. Es gibt auch so einen Helm. Da sind oben so, ich glaube, links und rechts jeweils Bier dran. Und dann werden die so, dann drehst du einen Hahn auf und dann geht's los. Wahrscheinlich haben sie ihm einfach nur einen oder beide Schläuche gleichzeitig in den Mund gesteckt und er hat von alleine gezogen, weil er noch so on fire war von der Party. Kapital. Kapital. Ja, finde ich gut. Aber er muss es doch trinken. Ja, wahrscheinlich. Das ist ärztliche Anordnung. Ich meine, sonst, wenn du es intravenös machst, geht das dann in die Leber? Ja, ich glaube schon. Und vor allem ja auch in der Geschwindigkeit. Also ich glaube nicht, dass die ihm da 15 Bier irgendwie oben in diesen Beutel schütten. Dann bist du, ich glaube, dann bist du ja voll weg. Dann hast du ja wahrscheinlich... Dann hast du ja wie 4 Promille oder so. Ah ja, okay, gut. Nee, dann, das ist mehr wie der Pflaumenschnaps, den du ja beim Asiaten kriegst. Weißt du, wenn alles gelaufen ist, dann denkst du auch, das Zeug könnt ihr auch euch sparen, ey. Das ein Bier in der Lesbenkneipe. Ja, genau. Quasi. Die Lesbenkneipe! Eieiei. Und vor allem alle, die in Rostock wohnen, denken sich, okay, ich weiß, welche das ist. Und sie ist es nicht. Und die ist es nicht. Die ist es nicht, genau. Und dann denken sie an die nächste und, na, ja, die könnte es sein. Könnte es sein. Ist es aber nicht. Basti, ich habe übrigens wütende Zurufe gelesen. Über euren Podcast. Ja, das macht ja nichts. Und zwar, dass das Schmatzen von Sebastian sehr viele Leute aufregt. Wieso? Nein, der macht immer nach jedem zweiten Wort oder so manchmal. Und was ist, wenn wir das jetzt alle machen? Schalten die denn ab? Ja, hört keiner mehr zu, außer Schnappschildkröten. Tschüssi! Wollte ich nur mal anmerken. Nur so als... Nur mal so zwischendurch. Du wolltest so zwischendurch ein bisschen Hate verbreiten, meinst du? Ja, ich dachte mal. Wo ist hier der Knopf, wo wir ihn rausnehmen können jetzt für die Folge? So, weiter.
Zwei. Ja, und du denkst jetzt, ich war es, ja. Das war. Waren wir beide. Nee, das ist ja nicht. Ah, nee, geil. Nee. Zweite Kategorie. Mathis, wie heißt die zweite Kategorie? Kurz vorgestellt. Ja, völlig richtig. Siehst du doch durch. Oder nicht? Ja, da lehne ich mich heute mal entspannt zurück. Normal. Okay, dann fange ich vielleicht an. Ja, fang mal. Ich habe zwei Sachen. Die eine ist ein bisschen kürzer. Und zwar komme ich tatsächlich gerade von der Art Night. Um das kurz zu erklären, Art Night. War sehr kurz. Da, genau, richtig. Da buchen sich Künstler in ein Café oder eine Bar. Und tatsächlich ist das jetzt hier bei uns auch angekommen. Und mieten dann einen Teil dieser Bar. So war es jetzt quasi bei dem Beispiel, wo ich war. Und du kannst vorher als Gast dich dort anmelden und sagen, okay, das Bild, was ich dort sehe, also es wird vorher bestimmt, welches Bild ihr malt, da möchte ich gerne mein eigenes Bild zu malen. Also ich finde das Objekt, was dort drauf zu sehen ist, oder das Bild an sich schön und möchte das gerne eigenständig umsetzen. Dann war es tatsächlich so, 25 Leute haben sich dort heute versammelt und haben im Grunde genommen eigentlich das gleiche Motiv gemalt, aber dadurch, dass du zwischendurch Hilfe bekommst von dem oder der Künstlerin, aber in deiner Farbgestaltung frei bist oder auch in der Art, wie du die Farbe aufträgst und so, kannst du alles selber entscheiden, sind tatsächlich 25 Unikate entstanden. Sehr, sehr unterschiedlich sahen die aus, aber im Endeffekt, heute war es beispielsweise ein Anker. Also jeder von diesen Leuten, die sich dort angemeldet haben, haben Anker gemalt und die Künstlerin hat gesagt, pass auf, ich habe das so und so gemacht, habe erstmal im Hintergrund angefangen, dann habe ich den Anker gemalt, dann nachher, was weiß ich, pipapo und dann nachher 3D-Effekte mit Dunkel und so weiter. Die ist also Schritt für Schritt durchgegangen, hat nebenbei erklärt, wie das funktioniert. Das war tatsächlich sehr, sehr spaßiger, als ich gedacht habe. Und was ich auch wahrgenommen habe, es kam noch jetzt am Anfang war so, diese 25 Leute waren alle ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Und man ist gespannt einfach, was da passiert. Aber man kommt nachher in so einen Arbeitsmodus. Also wo nachher komplett diese 25 Leute und die Künstlerin, die dort waren, es war komplett ruhig. Keiner hat was erzählt, weil jeder war vertieft in sein Bild, hat dann das dort mitgemalt. Und ja, tatsächlich habe ich das heute einmal mitgemacht und habe jetzt einen selbstgemalten Anker bei mir im Coverraum. Ui, toll. Cool. Einfach toll, nur als Erfahrung. Nee, beispielsweise für eine teambildende Maßnahme oder so. Finde ich das wirklich cool. Ja, wunderbar, wenn man da gar nicht mehr redet bei so einer teambildenden Maßnahme. Ja, also dich laden wir schon mal nicht ein. Nee, aber ich habe auch schon davon gehört, dass meine Mitbewohnerin hat das auch gemacht. Ja. War wohl sehr cool. Die hat die Skyline vom Rostock gemalt. Ja. Soll wohl Spaß machen. Gibt halt unterschiedliche Sachen und es war tatsächlich sehr, sehr amüsant. Ja, aber so ein Töpferkurs macht sicherlich auch Spaß. So ein Töpferkurs? Ja. Genau. Kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, so ein Dildo, weiß ich nicht, ob das jetzt so einfach ist. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Also ich würde glatt einen Dildo töpfern. Ein Dildo? Einfach nur zur Provokation und würde den, glaube ich, wo würde ich den hinstellen? Vielleicht direkt neben meinen Briefkasten, sodass die Postfrau jeden Tag, na gut, jeden Tag kommt sie nicht bei uns, aber immer wenn sie kommt. Einmal die Woche, oder? Kommen die? Nee, bei uns kommt sie öfter. Ich bestelle relativ viel über das Internet. Dass sie sozusagen alle zwei, drei Tage, wenn sie kommt, ist sie immer, fühlt sich immer ein bisschen unwohl, wenn sie da was reinwirft. Einfach nur, weil da ein Dildo steht. Ja, und wenn sie das nicht schockt, baust du das Ding als Klingelung. Ja, genau. Da musst quasi nur unten an den beiden Eiern musst du immer drücken, dann klingelt es bei uns. Ja, oder der Dildo ist halt direkt mit dem Postkasten, mit dem Briefkasten verbunden, sodass du den irgendwie, dass du den anfassen musst und so, wie so einen einarmigen Banditen so runter machen musst, damit die Klappe aufgeht. Und dann, das ist gut. Ja? Und dann denkt sie sich so, oh. Das finde ich besser. Sie muss den, genau. Und dann machst du noch irgendwie ein bisschen Kleber drauf, dann denkt sie, oh. Hilfe. Ja. Ja, das Trinkgeld kommt dann vorne raus. Einfach ziehen, schreibe ich dran. Genau, nicht gut. Das finde ich cool. Aber viel geiler für kurz vorgestellt. Und deswegen freue ich mich tatsächlich, dass ich heute einen Gesprächspartner habe, weil Basti hier an meiner Seite hat von sowas überhaupt keine Ahnung. Und zwar möchte ich vorstellen, ein Videospiel, was ich gerade tatsächlich durchgespielt habe. Es gibt es für sämtliche Plattformen, also es gibt es für PlayStation, Xbox, PC, jetzt auch neuerdings auch Switch. Langweilig. Genau. Und
Und zwar nennt sich das Hellblade Senua's Sacrifice. Habe ich gerade durchgespielt. Es handelt sich. Ich habe mein Leben noch nicht gehört. Nein, pass auf, deswegen erkläre ich dir das. Du musst gar nicht so dämlich lachen, ey, tatsächlich. Und es handelt sich um ein Action-Adventure, nur ganz kurz. Und zwar, das Coole daran ist, es beschäftigt sich zum einen mit der nordischen Mythologie und das tatsächlich auch sehr, sehr gut recherchiert. Das heißt, du hast zwischendurch immer so eine bestimmten Spots quasi, die du befragen kannst und dann werden dir Teile von der nordischen Mythologie näher gebracht. Und, aber was viel spannender ist, diese Hauptfigur, dieser Hauptcharakter, den du steuerst, der hat eine Psychose. Ja, und das ist eine Frau. Du bist eine Frau, genau, ja. Sie hat eine Psychose und hört andauernd Stimmen. Und das Krasse ist, okay. Das Spiel verzichtet komplett auf ein Interface, also du hast keinen Überblick, du hast auch keine Einsicht in, wie stark ist jetzt gerade dein Lebensbalken oder was ist deine ausgerüstete Waffe oder so. Deswegen sieht es eher immer aus wie ein Film und beschäftigt sich hauptsächlich halt mit dieser Psychose. Und das wird sehr, sehr geil umgesetzt. Quasi in dem, was dort auf dem Fernseher oder auf dem Monitor, wie gesagt, je nachdem, was dort passiert. Das machen die sehr, sehr gut und es gibt so viele, selbst für, kann ich tatsächlich auch für Leute empfehlen, die sehr, sehr viele Spiele spielen, also Spiele-Veteranen, man wird immer wieder überrascht, das ist echt krass. Sowohl von der Story, als auch spielmechanisch. Also immer wieder kommen so Sachen rein, wo du denkst, boah, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist der absolute Kracher. Und für Anfänger auch? Definitiv für Anfänger, weil du kannst jederzeit den Spielgrad, also den Schwierigkeitsgrad anpassen. Ja, das ist schon mal gut. Und es ist tatsächlich auch, habe ich mir sagen lassen, was ich auch bestätigen kann, gerade für Leute, die eventuell so in unserem Alter sind, die vielleicht damals gerne in ihrer Jugendzeit viel oder mehr gezockt haben und jetzt aber eher in einem Beruf sind, vielleicht Familie und halt sozusagen zeitlich eher eingespannt sind. Also ich habe das ganze Spiel in ungefähr, ich glaube, 10 Stunden oder so durchgespielt, weil es tatsächlich hauptsächlich um die Story geht. Also das kann man mal cool an so einem Wochenende, kann man das mal runterkommen. Ah, sehr gut. Also das merke ich ja auch gerade, ne? So dadurch, dass ich so selten jetzt irgendwie vor der Konsole sitze oder vorm Rechner oder was auch immer, sitze ich jetzt seit einem halben Jahr an Kingdom Come Deliverance. Ah, okay. Ja, kann ich verstehen. Ne? Und du kommst immer, du brauchst eine Stunde, um reinzukommen wieder, um die Mechanik zu verstehen. Ja. Und dann dauert es natürlich echt. Ja. Du hast einfach eine Stunde oder zwei Zeit mal. Ja, geil. Das hat die Frau sieht auch richtig aus, als hätte die richtig einen an der Marmel. Ja, tatsächlich. Und diese, das ist tatsächlich eine Schauspielerin, die dort sozusagen ja die ganze Aufnahmen gemacht hat, also die dafür, wie sagt man denn? Die dafür Motion Capture. Pose stand, genau, vielen Dank. Ja. Und die hat tatsächlich auch spielerisch ist das, also das, was sie schauspielerisch macht, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und immer wieder wird bei dem Spiel auch die sogenannte vierte Wand durchbrochen. Also sie spricht immer mal wieder mit dir als Spieler und so. Und du kommst zwischendurch raus und denkst so, was? Ich jetzt? Ziemlich cool, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich sehe auch gerade hier von den Machern von Devil May Cry. Ja, genau. Genau, und ziemlich gut bewertet. Und scheint nicht so teuer zu sein. Ja, ich glaube 30 Euro tatsächlich gerade aktuell. Das ist aber mega. Von 2017. Also wenn jetzt so Vollpreisspiele kosten sonst so 70 Euro oder so, ja. Was ich immer mega frech finde. Ja, tatsächlich. Ist die alte wenigstens geil jetzt da drauf? Also, ja, aber ist genau dein Typ. Auf jeden also, Fall. Nee, also die ist... Weil die eine Psychose hat, ne? Ja, klar. Nee, die ist blau im Gesicht, so wie du. Stimmt, die ist blau im Gesicht. Die ist blau? Ja. Also die ist körperlich, glaube ich, fit. Aber von vornherein wird dir quasi klar, dass sie einfach eine Marmel hat und hast du gedacht, da lass ich lieber die Finger von. Ja, also wäre das Spiel doch was für mich. Ja, aber du weißt ja nicht mehr, du kannst doch deinen rechten oder linken Daumen nicht unterschiedlich bewegen. Ja, also für alle Leute außer Basti kann ich das empfehlen. Wir können alle nochmal Daumencatch machen, dann zeige ich euch, wie ich meine Daumen unterschiedlich voneinander bewegen kann. Ei. Hellblade. Ah, das meinst du, das ist. Ich will es einfach nochmal sagen. Hell Daumencatcher. Daumen hoch. Hellblade, googeln, habe ich direkt gefunden. Eure Wahl. Hannes, meinst du, das ist was für Leute mit Herz? Weiß ich nicht, habe ich nicht. Ist auch egal, brauche ich nur für meine Überleitung. Kann ich. Pass auf! Schieß los! So.
dass sie es in Israel geschafft haben, das erste Herz aus Materialien in einem 3D-Drucker zu drucken. Ja, das stimmt. Ach. Kein Scheiß. Ja. Kein Scheiß. Das ist ja krass. Natürlich wieder in Israel, weil die machen damit Geld. Ja. Um auch noch ein bisschen latenten Antisemitismus da reinzubringen. Definitiv, klar. Aber krass, ohne Scheiß. Die haben jetzt einfach ein Herz gedruckt. Das funktioniert. Das ist ja krass, aber es muss ja auch pumpen, also es muss sich auch bewegen. Genau, also Fähigkeit pumpen fehlt noch, steht hier. Wo ich mir denke, das ist das Einzige, was dieses verschissene Herz tun muss. Ja, also die kann. Ja, und das ist das Einzige, wo ich denke, da hätte man vielleicht vorher mal dran denken müssen. Ja, die haben gesagt, das ist einfach noch nicht so weit, ne? Also du kannst es noch irgendwie keinem menschlichen Körper irgendwie einsetzen. Ja, ja Digga, das ist so groß wie ein Hasenherz. Ja, aber auch ja, von einer. Für dich reicht. Mit Puls von 40. Alles gut. Mein Herz hat schon die Größe. Nee, aber die Funktion einfach fehlen. Und die haben gesagt, vielleicht in 10 Jahren ist es möglich. Genau, das habe ich auch gelesen. In 10 Jahren ist die Idee da. Aber ich habe das Video dazu gesehen und sie drucken das in so kleinen Würfeln mit Wasser. Mhm. Und das ist über spooky einfach. Das glaube ich. Alter. Also guckt euch das mal im Internet an, irgendwie googelt das mal, ist irgendwie auf der ZDF-Seite, findet man da einen Bericht drüber, der ist ganz gut gemacht. Also jetzt auch nicht irgendwie von der Bild-Zeitung irgendwie, sondern bei ZDF halt, einigermaßen seriöse Quelle. Ja. Und ganz aktuell. Es sei denn, du willst über was über Notre Dame erfahren, dann nicht. Nee, dann nicht. Dann nicht, ZDF. Dann über gedrucktes Herz. Genau, richtig. Ja. Oder Al Jazeera, die waren auch irgendwie rechtzeitig am Start. Aber was ich bei diesem Thema krass finde, ist auch dieses Zitat von dem Projektleiter. Vielleicht gibt es in 10 Jahren in den besten Krankenhäusern der Welt Organdrucker, die Verfahren werden routinemäßig angewendet. Es ist wieder so nur auf Eliten ausgelegt, ne? Ja, ja, klar. Ja. Also da hört man schon, dass das Geld schon eine Rolle spielt. Ja, definitiv, ich denke schon. Krass. Heftig. Tod den Bossen, sage ich immer. Gedrucktes Herz, ey. Was machen die denn, wenn die Tinte alle ist? Ach nee, die drucken eigentlich mit Tinte, die machen ja mit. Mit Zellmaterial. Mit Zellmaterial machen die das. Ach! Ja. Wo haben die das her? Ja, ja. Ja, einfach von Zellmaterial von einem Menschen. Toten Menschen, keine Ahnung. Von einem. Oder palästinischen Kindern oder so. Wahrscheinlich von diesem Inder, der die 15 Liter schlucken musste. Ja, das so wahrscheinlich dann danach. Fünfjährige Inder, die haben doch so ein großes Herz, oder? Ich sag mal ja, so, Siedlungspolitik. Ah ja, okay. Genau. Ja, ja, wir bringen euch die Demokratie näher. Ja. Ja. Und drückt eure Herzen. Eieiei. Gute Sache. Also finde ich mega. Das ist es. So. Also Basti schart schon mal den Hufen hier. Ja. Dann spielen wir was. Nee, wir machen hier, wir regen uns jetzt noch kurz auf, Mathis, und ich rege mich zuerst auf. Ach so. Ich weiß nicht, du kennst, hattest damit wahrscheinlich früher auch viel zu tun. Ich bin heute, auch da. Heute vielleicht vereinzelt. Hallo. Ja, du hast mich eben auch ausgeschlossen mit deinem Scheißspiel. So. Jetzt geht's nämlich um behinderte Familien, die ganz viele Kinder haben, und zwar ganz viele behinderte Kinder und immer noch mehr Kinder auf die Welt bringen. So, das nervt mich, Mathis. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehen kann. Was ein ganz kritisches Thema, ne? Vor allem, weil Mathis selbst immer wieder ist. Ich habe einen Satz gesagt, den ich ganz schwierig fand. Der lautete, na, früher war auch nicht alles schlecht. Ja, okay. Müssen wir jetzt im Kontext... Na, früher glaube ich, weiß ich nicht, da haben die wenigsten aufgehört, wenn eins der Kinder behindert waren, ne? Basti, das Thema, worauf ich anspielen will, ist Euthanasie. Ja, ich habe das schon... Der Basti hat es noch nicht. Ja, okay. Ja, doch, aber ich wollte da jetzt nicht drauf eingehen. Ich sag nur Obacht. Nee, aber ist doch so, oder? Ich hatte letztens mit einer Familie zu tun. Ja. Die hat wirklich... die hat schon ein paar Kinder, die echt nicht so schnell sind. Ne? Und dann dachte ich mir, das sind die einzigen. Und dann wurde ich aufgeklärt, nee, die hat noch 5 andere. Also die sind alle erwachsen und die sind in irgendwelchen Einrichtungen. Aber ja, die sind halt auch alle. Die sind wirklich alle. Da ist kein normales Kind dabei. Ja, aber ja. Das finde ich schwierig. Aber ich finde es wirklich auch schwierig.
Ja, das Das, findet ihr das, schwierig? Ja, da muss ich die ein bisschen bremsen, glaube ich. ja, Ja, ich auch, dann sagt man, tatsächlich. warum es schwierig ist. Darf Weil, ich alles ja, okay, hinzufügen? bitte, ja, mach. Also, ich finde gerade in diesem Kontext der Inklusion sind normale behinderte Leute doch kein Problem mehr. Und weiß ich nicht. Ich finde es Jetzt ist gerade super schwierig, sich dazu zu äußern, aber. ohne zu lachen vor allem. Komm, Ohne sag mal Lachen. was Lustiges jetzt, Thema. Pass auf, das Ding ist, wenn die Eltern wirklich selber dran schuld sind, dass das Kind eine Behinderung hat, dann gehe ich da voll mit durch Alkohol, Drogen und sowas in der Schwangerschaft. Ne? Aber, weiß nicht, so ein Downy ist ja auch ganz niedlich. Genau, die haben ja auch was. Chromosom zum Beispiel. Haben die? Haben die, Weiß ja. ich nicht, Behinderung wirklich, also, nee. Aber das heißt ja, also wenn du von vornherein der Annahme bist, dass die sich irgendwie ein bisschen zügeln sollten, dann sagst du ja in gewisser Weise auch, dass die behinderten Menschen, dass man irgendwie versuchen sollte, das zu verhindern. Nein, oh Gott, ja, das ist wahrscheinlich das, was Basti wieder kriegt von. gerade richtig Hate ab. Ja, auf jeden Fall, zu Recht. Nee, Wir haben ja das das ist. Thema aufgemacht, damit wir uns kurz aufregen. Ja, genau. Nee, ihr sollt euch einfach mal dazu äußern. Also es ist ja natürlich, geht das ganz leicht in diese Schiene über, ne? Und die haben natürlich auch allen Recht, da zu sein. Und man kann die nicht mehr. Naja, hör doch, ist doch wahr. Ne? Es geht jetzt nicht um Ausgrenzung, es geht einfach darum, dass wenn ich schon so viele Kinder habe, denen es ja, die es einfach schwieriger im Leben haben, und wirklich schon nach dem dritten, vierten, fünften Mal. Sorry, wenn ich das so sage, aber so ein Kind dabei rausgekommen ist, ja, dann kann ich doch auch mal, vielleicht sollte ich da mal aufhören. Aber warum? Ja, weil die ist, ja klar, Inklusion, Integration, die werden alle mit eingebunden, aber machen wir uns nichts vor und das ist auch die Realität. Es ist einfach noch lange nicht so weit und diese Kinder haben es immer schwer. Natürlich, aber in ihrer Welt ja vielleicht nicht. Ich wollte Die sagen, checken es doch gar nicht. vielleicht, ja, aber vielleicht geht es denen auch gut. Ja, eben, genau, vielleicht geht es denen gut. Das ist das Ding. Na, das ist halt so eine. Das ist der Grund, warum Deutschland so für die AfD gewählt wird. Weil wir uns quasi darüber hinwegsetzen, weil wir sagen, denen kann es nicht gut gehen, weil die sind ja nicht wie wir. Ja, Finde ich, find ich schwierig. es ist ein schwieriges Thema, aber wie gesagt, also ein paar Kinder davon, so was ich gehört habe, ne, also ich habe mich da ja jetzt speziell über eine Familie aufgeregt, denen geht es halt nicht so gut. Ja, gut. Ne? Aber vielleicht sollten wir dann, also vielleicht solltest du von deiner Argumentation dann eher von diesen Behinderten wegkommen, sondern eher, ich kann da insofern mitgehen, wenn du sagst, wenn es halt eine Familie gibt, die relativ viele Kinder haben und die landen alle beispielsweise in einer anderen, also sozusagen in einer, ja, Du in kannst das einer. Beispiel ja noch weitermachen. Du kannst ja auch von der Jugendhilfe im Allgemeinen ausgehen. Ja. Wie viele Familien habe ich kennengelernt, wo schon 10 Kinder in der Jugendhilfe sind und die immer noch nachschieben? Ja, genau, das meine ich. Also sozusagen, die alle in Betreuung sind, das wollte ich Genau, sagen. ja, absolut. Weil dann glaube ich, also weil die Betreuung ist ja tatsächlich nur, kommt da dann wirklich zum Tragen, wenn das familiär nicht mehr passt. Und Genau. ich bin immer noch vielleicht ihr auch, weiß ich nicht, aber ich bin immer noch der Meinung, dass ja die Familie im Grundsatz, noch das Beste ist für das Kind. Absolut. Natürlich, natürlich. Aber das ist ja gerade das Problem, wenn es jetzt, also sei es jetzt, wir nehmen jetzt Kinder, die einfach nur. Was ist hier gerade los? Heulen die Wölfe bei dir? Ach, hört man das? Echt? Ja, Man Logo. muss dazu sagen, Mattes ist, ich glaube, wir haben schon gesagt, nahe der polnischen Grenze und ja, da gibt es Wölfe. Ja, es sind Das tatsächlich die 20 ist Huskys bei uns auf dem Hof. da passiert so einiges an der polnischen Grenze. Was war das Letzte? Was wollte ich sagen? Tja, das frage ich mich schon seit 5 Minuten, was du sagen willst. Ja, genau, sag doch mal, was du ein Na, wo verkappter waren wir denn Nazi gerade bist. hier? Wenn die schon mehrere Kinder haben und die Jugendhilfe, waren die Naja, eigentlich so eine Familie? wenn die dann alle, das ist ja auch so ein Punkt, wo man drauf gucken muss, egal ob die jetzt behindert sind oder ob die irgendwie auffällig sind, wenn die dann immer in irgendwelche Einrichtungen weitergereicht werden und eben nicht mehr bei der Familie sind, Ja. ist doch auch ein Argument dafür, vielleicht mal. Also, ich meine, Ja. du kannst es jetzt nicht verbieten, was die Kinder machen. Das ist mir schon klar.
Es ist ja, ne, dann greifst du ja irgendwie in der Würde des Menschen ein. So. Artikel 1 oder Grundgesetz. So. Richtig. So. Aber dann würde ich sozusagen, dann kann ich die Argumentation nachvollziehen, bin da auch auf deiner Seite, aber dann, ich glaube, wir sollten von diesem Behinderten-Dings muss wegkommen. Ja, ja, ne, das verhält sich bei behindert. Ich meine ja nicht nur Leute, die wirklich als behindert eingestuft werden, weil sie. Ja, aber sie meint metaphorisch behindert. Auch. Ich meine beides. Also alle. Ich meine beides. Basti, wir versuchen dich gerade zu retten, merkst du es nicht? Ich brauche nicht gerettet zu werden, ich weiß, was ich sage. Also, es geht doch. Na, dann, guck mal, wir können doch jetzt für die Behinderten können wir doch keine Sondernummer machen, oder? So, es geht. Ich weiß doch, was ich meine. So. Okay. Alter, ich habe heute eine Familie gesehen in der Bahn. Eine Mutti mit Kinderwagen. Dann haben wir sie alle durch. Beide. Beide haben sie eine Bierpulle in der Hand gehabt, also Pärchen, das Kind, da die ganze Zeit am Schreien, sie eine fette, fette Bose-Box auf dem Rücken, irgendwelche Techno-Mucke an. Ja. Die haben sich lautstark unterhalten. Ich wäre fast dazwischen gegangen, weil er immer so, das Kind hat geschrien und er aber, psst, psst, jetzt sei doch mal ruhig, psst, weil sie sich nicht in Ruhe unterhalten können, weil es einfach zu viele Reize für das Kind waren. Die Mucke, die Gespräche, die Bahngeräusche und da wunderte er sich, dass das Kind schreit. Okay, das, Hallo, warum gibt er ihm nicht einfach das Bier in der Hand, dass es auch wonach geschrien hat? Ja, das hätte ich mir auch gedacht, Mann. Wäre so einfach ein Schritt gewesen, aber nein. Mann, ey. Ach, nein. Aber ganz Kind ganz wollte das Pfand abgreifen wahrscheinlich. Ja, vielleicht das. Worüber man eher mal sprechen sollte, in diesem ganzen Kontext ist, warum es immer noch keine Körperverletzung ist, wenn Eltern während der Schwangerschaft saufen. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Wenn das Kind geboren wird und du zimmerst ihm eine Körperverletzung. Ja. Du trinkst während der Schwangerschaft, das Kind hat eine richtig krasse Behinderung. Ja. Keine Körperverletzung. Man sieht es ja auch bei dir. Also es ist ja wirklich. Ja. Was willst du? Ja, genau, danke. Ja. Gut. Nee, aber so. Schwieriges Thema, vor allem total spannend, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, dass Basti hier immer so eine gewisse, der bringt immer so eine gewisse Melancholie mit rein. Einfach so schleicht sich das hier so ein. Aber und sagt, pass auf, Leute, ich bringe hier jetzt mal krass das Thema Behinderte. Wie ist es mit denen? Ja, Leute, wir müssen mal über die ganzen Sachen reden hier. Leute, ehrlich. So, nächstes Thema zum Aufregen. Leute, bedrucktes Klopapier. Wirklich. Ist das Sinnloseste, was dieser Planet ausgeschissen hat? Ja. Osterhasen auf Klopapier? Ja, Mann. Das ist der so WM-Fußballspieler? Stimmt, du hast recht. Ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Absolut unnütz. Obwohl ich, was ich ganz witzig finde, es gibt tatsächlich, glaube ich, nicht im normalen Supermarkt, sondern in so Scherzartikelläden gibt es. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Also doch, es gibt so Klopapier, da sind Witze drauf. Ja. Finde ich ab und zu ganz witzig, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, aus Sicht eines Unternehmers beispielsweise. Wenn du eine Firma hast, das hast du manchmal nicht, also weniger auf Klopapier, tatsächlich manchmal auf diesen Papiertüchern zum Händeabwischen. Da Werbung drauf zu machen, tatsächlich, ich gucke da immer drauf, was drauf steht. Ich bin volles Werbeopfer, wenn es darum geht, die eigene Firma auf diesen Papierhandtüchern zu bewerben. Würde ich sofort machen. Wenn ich ein Unternehmen hätte, würde ich das sofort, das wäre mein erster Anlaufpunkt. Egal für was. Mit so einem witzigen Spruch noch irgendwie. Ja, genau. Das würde bei mir nicht hin. Gibt's auch für Klopapier. Habe ich schon gesagt. Würde bei mir nichts hin. Nee? Ich nutze das Zeug nur. Ich würde mir nicht durchlesen, was da drauf steht. Sicher? Nee. Ach, ja, wenn du auf dem Klo sitzt und scheißt und da, du ziehst die Rolle da raus und da steht drauf, hier Coupon, Klopapier, 20% günstiger. Coupon ist jetzt schon wieder was anderes. Coupon ist ja auch so ein Zauberwort, ne? Also, ja, okay, cool. Ja. Coupon auf Klopapier ist auch wieder schwierig. Genau. Bitte bringen Sie das mit. Oh, und jetzt könnte ich eigentlich alle Coupons auf einmal einlösen, ist ja jetzt erlaubt, aber ich brauche auch fucking Klopapier. Was jetzt? Geil. Nee, stimmt, du hast recht, ist sehr, 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 sehr unnötig und wahrscheinlich wird auch irgendwelche Farbe dafür benutzt, die man sich locker sparen könnte. Ja. Aber als Unternehmer, wie gesagt, würde ich es machen. Coole Sache. Ja. Aber ja, also Werbung, ja, Motive, come on, wirklich. Come on, Digga, Alter. Ja, ja, nee, kann ich verstehen. Finde ich gut. Das ist ja Berlin-Flair. Gut. Gut aufgeregt. Gut aufgeregt. Ja, total mega aufgeregt.
Sebastian. Basti, jetzt pack mal deine Melancholie ein. Nee, Natürlich. jetzt muss er sich, das Geile ist, Basti muss sich jetzt selbst eine Überleitung basteln. Na, Melancholie Viel war Spaß und los. schon, Melancholie war schon das richtige Stichwort. Tatsächlich. Ich muss gucken, ob ich es hinkriege. Deswegen. Es ist noch sehr neu und Ach, das ist jetzt so eine Gitarre, ja? das ist jetzt wieder so eine Gitarre, ja. Wow, ich höre das sogar. Ich wär so gern im Frankenland ein Bauwerk hoch und elegant. Ich hätt viel gesehen auf meinem Weg. Und dann erkannt, jedes Leben geht. Ja, ein bisschen Pilli in den Augen. Ja, das war gut. Du hast es wieder mal geschafft, Basti hier so eine Atmosphäre zu zaubern. Ich hatte kurz Angst, dass er sich lächerlich macht. Über ja, das, man, über diese, wie man das Faktor. Immer hat, wenn man Basti sieht. Aber hast du gut. Ich wollte eben schon sagen, is it too early? Nee, ist es nicht. Das war gut. Ja. Das war gut und das, ja. das war lyrisch groß. Ich fand das toll. Danke. Das war schön. Das reicht mir schon. Das war cool. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob es Fake News sind, aber 300 Millionen Euro wurden schon gespendet. Ja, vor allem von zwei Familien. Also die erste Familie, irgendeine Unternehmerfamilie, ich habe dir auch gelesen, die Namen habe ich aber tatsächlich vergessen. Die ersten haben gleich gesagt, ja, hier, komm, 100 Millionen locker. Weißt du, was kostet die Welt? Und dann kam irgendeine zweite Unternehmerfamilie, auch beide Franzosen irgendwie. Ich kannte die aber nicht. Und die hat gleich gesagt, ja komm, 200 Millionen. Das heißt, innerhalb von zwei Familien, innerhalb von vom halben Tag oder so, sind 300 Millionen, weiß ich nicht, was war die da? Rubel? Rubel, Yen, Slotti, oder? Die haben noch Slotti. Slotti, ja, glaube ich, in Frankreich. Slotti, Rubel, Yen, und dann gleich irgendwie drei. Fränkische Slotti. 300 Millionen Einheiten wurden da gleich eingespült, ey. Krass. Wie viel Frösche man davon kaufen könnte, ne? Und damit afrikanische Kinder ernähren. Auf jeden Fall. Ah, es ist auch echt so. Crazy Shit. Ich hab einen Vorschlag. Das regt mich auch schon wieder gerade so hart auf, wirklich. Unglaublich. Aber ja, wir wollen jetzt hier wieder lustig sein. Wegen dem Geld, meinst du? Ja. Alter, die Kirche hat so viel Geld, die können das nicht einfach selber bezahlen. Ja, aber ich weiß gar nicht, Notre Dame, Kathedrale, weiß ich nicht, wie das in Frankreich läuft. Also auf jeden Fall die katholische Kirche und die hat auf jeden Fall Geld. Ja, aber ich glaube, der Erste, der sich eingeschaltet hat, war ja Macron, der gleich gesagt hat, hier, wir unterstützen das und so. Ja, trotzdem, weiß ich nicht, wenn diese Familien, weißt du, dann sollen die nochmal, also geil wäre, wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt nochmal 300 Millionen locker und werden damit irgendeinen Hunger kriegen. Ja, stimmt, du hast recht. Zum Beispiel, ne, also das gibt's ja auch so, halt irgendwie habe ich, gab's was auf Twitter irgendwie, wie heißt denn der Typ, der Merz, der heißt der Friedrich Merz oder so? Friedrich Nerz oder so ähnlich. Ja, der hat auf jeden Fall einen Vornamen. Der hat dazu aufgerufen, auch irgendwie so eine Initiative in Deutschland zu gründen und den halt ein paar Millionen rüber wachsen zu lassen. Und da gab es einige Kommentare und ein Kommentar hat sich irgendwie darauf bezogen, ja, wie wäre es, wenn wir einfach eine Bürgerinitiative gründen und uns das Geld von den Firmen und den Banken wiederholen und einfach ja, ein bisschen Armut beseitigen oder so. Ja. Wäre ja vielleicht mal ein Anfang. Ja, stimmt. Du hast recht. Also erstmal war ich habe das auch gelesen, erstmal war ich überrascht, dass die halt irgendwie mal locker so an einem Vormittag 200 Millionen spenden können. Das sind ja irgendwie Zahlen, die können wir uns gar nicht vorstellen so. Auf der anderen Seite bin ich durchaus eher der Typ oder würde es eher begrüßen, wenn die sagen, okay, kann ich verstehen für so ein Bauwerk, das ist auch emotional. Na klar.
irgendwie krass ist, aber tatsächlich würde ich dann das Geld für andere Sachen, für nachhaltigere Sachen benutzen. Ja, finde ich auch. Sei mir ehrlich, die katholische Kirche ist nicht der geilste Verein. Nee, da hakt es auch irgendwie an allen Ecken und Enden. Weißt du, ich könnte auch für die nicht arbeiten. Na, Basti? Genau. Zum Beispiel in der... Sag mal, der, soll ich deinen Standort hier reinstellen oder was? Zum Nein, Beispiel in der... In der katholischen Kinderbetreuung, da gibt's ja auch noch irgendwie so, da weiß man ja auch nicht ganz genau, was da so abgeht. Genau, aber ich wollte eigentlich sagen, ich habe für die nächste Kategorie habe ich einen Vorschlag. Und zwar, glaube ich, wäre es cool, wenn jeder von uns zwei Fragen formuliert, und zwar an jeden eine. Das wäre echt cool. An jeden eine? Findest du das? Ja, das geht. Ich hätte auch noch einen Vorschlag. Und zwar habe ich mit Dauern festgestellt, dass Basti sich sehr über mich aufgeregt hat in einem Podcast. Ja. Und halt ihn offiziell zu einer Revanche aufgerufen hat. Oh, sehr gut. Ja. Buh. Ich bin bereit. 12 ist meine erste Antwort. Seid ihr bereit? 42. 5 Fragen an kurzsichtig. Oh. Ja, geil. Juhu. Ich bin dabei. Aber es ist ja, wir sind ja schon bei Gleichstand, ne? Ich habe ja aufgeholt. Habt ihr mitgekriegt, ne? Nee. Nicht offiziell. Mann, das ist Schiedsrichter. Nee, was ist das? Ich ins Minus geschossen. So, genau. Was? Ich hab Hannes so oft reingelegt, ja? Mindestens 6 Mal. Eigentlich führe ich. Okay, Basti. Aus wie vielen Inseln bestehen die Malediven? Die Malediven? Ach, das ist eine Frage nur Hannes, an Hannes, du darfst natürlich schneller antworten. Achso, ich darf auch, ich sag, Malediven sind wahrscheinlich. Sehr bescheuert. Ich sag 11. Ich sag 12. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, dann Basti. Ja, ich hab's gerade gedacht. Ja, sag mal. Ihr seid aber beide ganz knapp nur vorbei. Es sind nur 1196. Was? 1196 Inseln? Alter. Ja, so weit kann ich gar nicht zählen. Philippinen hätte ich jetzt gesagt. Doch, so viel. 1-0 für Basti. Krass. Ja, okay, zu Recht. Wir waren ja ganz weit weg. Ach du Scheiße. Ja. Okay, cool. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Oh Gott. Wie viele Stunden? Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Minute. Pro Minute. Boah, das ist heftig. Es ist fies, wenn ich mehr zuerst bin, weil dann hast du eine Orientierungsgröße. Genau, Basti fängt jetzt an. Wie viele Stunden pro Minute, ne? Ja. Wie viele Stunden pro Minute? Okay, ich mache trotzdem zuerst. Ich sage 90.000. Okay. 90.000? Wäre was im 100.000-Bereich gesagt. Ich sag mal 110.000. Ja, es sind 48. 48 Stunden oder 48.000? 48 Stunden pro Minute. Echt? Alter, wie weit entfernt ist denn bitte 90.000 Stunden? Aber 48? Pro Minute? Kommt mir krass wenig vor. Ja, rechnet das mal hoch auf den Tag. Also man geht da, glaube ich, zu krass ran, denn pro Minute. Das ist ja auch nicht jeder YouTuber. 48, okay, 1-1. Ja, okay, cool. Okay, jetzt kommt eine Frage, die könnt ihr beide wahrscheinlich genau auf den Punkt beantworten. Na. Wann hatten die Rolling Stones ihren ersten Auftritt? Hannes fängt an. Hannes fängt an. Ach, 1963. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte auch so in dem Anfang, aber es ist auf jeden Fall Anfang der 60er. Und ist es früher oder eher? 63.
Ja, ich sag 62, denn das ist jetzt. 2-1 für Basti mit einer Punktlandung. 1962, echt? 1962, ja. Alter. Trotzdem habe ich mega gut geschätzt. So. Jetzt kommt wieder so eine Frage, kann man sich halt in alle Richtungen hart verschätzen? Ja, okay. Wie schwer kann eine Schönwetterwolke werden? Boah. Wer misst denn sowas? In Kilogramm. Eine Schönwetterwolke. So eine flauschige Schäfchenwolke, oder was ist das? Ja. Wie groß kann die werden? Das ist ja auch irgendwie so ein Maximum. Nee, wie schwer, hat er gefragt. Wie schwer? Was habe ich gesagt? Wie groß? Nee, groß habe ich nicht gesagt. Du hast doch groß gesagt. Doch, du hast ihm... Naja, ist egal. Wie schwer muss die... Musst du anfangen? Ja, okay. Ich sag, 3000 Tonnen. Ein Kilo. Ist das ein Kilo? Ja, kannst auch in Tonnen, ist egal. Ja, dann sag ich 3000 Tonnen. Gottes Willen, bist du irre? Glaube ich nicht, nie im Leben. Ich glaube... Krass, ich habe viel, viel weniger, aber ich traue mich trotzdem. 3 Kilo. Okay, jetzt müsste ich den Mittelwert ermitteln. Doch, Basti ist näher dran mit 3000 Tonnen. Es sind nämlich 1000 Tonnen. Danach fängt sie an, sich abzuregnen. 1000 Tonnen? Ja, das ist alles Wasser, das ist schwer. Alter. Ja, die Dinger sind riesig, die sind so groß wie ein Kontinent manchmal. Ja, aber ab dieser Dings fangen die wohl an, runterzufallen. Dann werden sie, sind die keine schönen Wetterwolken mehr. Okay. Ja. Ja, 3-1. Scheiße. Ich habe ja gesagt, ich kann nicht gut schätzen. Oh, weil die letzte Frage noch kommen. Ja, okay. In welchem Jahr wurde Lucky Luke zum Nichtraucher? Oh. Kleiner Tipp. Der belgische Comic erschien erstmals im Jahre 1946. Okay. Wann wurde er Nichtraucher? Wer fängt an? Wann wurde er Nichtraucher? Ich fange an. Der wurde auf jeden Fall in den 70ern Nichtraucher, sag ich jetzt einfach mal. Und ich habe im Kopf 1974. Jetzt geht's auch wieder, wer näher dran ist, ne? Ja. Die ganze Zeit halt, ne? Mit Schätzfragen. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe irgendwie was im Kopf, dass der mit der, also ich weiß es nicht genau, aber logisch würde mir erscheinen, wenn er mit der ganzen, mit dieser, als die ganze Werbung auch verschwand, diese ganze Raucherwerbung. Aber wann war das? Wann war das? Das war irgendwann Anfang der 2000er. Wann ist denn die Werbung verschwunden? Ich sag einfach 99. Oh, 74. Okay, Hannes ist 7 Jahre entfernt. Was hier ist? Ja, Hannes ist näher dran. Ja, Hannes ist 82. Ah, okay. Ja. Dadurch wurde die Zigarette durch einen Grashalm ersetzt. Ah ja, stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich. Das Bild habe ich auch im Kopf, aber ich weiß nicht, seit wann er das halt so hat. Es war irgendwie zu dieser Anti-Raucher-Kampagne. Ja. Das war cool. Ja, sehr schön. Ich habe abgelost, aber ist egal. Aber nur knapp. Ja, 1-1. Ja. Mann. Freuen wir uns auf Folge 15. Mathe, Mann. Ich habe mich damit einfach mal indirekt eingeladen. Ja. Auf jeden Fall habe ich quasi noch jeweils eine Frage an euch beide. Okay. Zwar würde ich anfangen mit... ich fange mit Basti an. Oh Gott. Basti, wenn du ein Zombie wärst, wen würdest du als erstes beißen? Das kann ich mir doch nicht aussuchen. Ja, hallo. Ich, natürlich, nein, wenn du ein Zombie wärst und noch alle deine Sinne im Griff hättest. Hitler ist schon tot, ne? Ja, immer noch. Wenn ich meine Sinne im Griff hätte, na...
Donald Trump. Krass, das ist mir auch als nächstes aufgefallen. Eigentlich muss jetzt mal hinfliegen. Achso, ich dachte auch, das wäre fiktiv, die Idee. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Sonst halt der direkt neben mir steht. Musst du jetzt Mattes eine Frage stellen? Jetzt stelle ich Mattes eine Frage. Okay. Ja. Mattes, wie würdest du eine Leiche verschwinden lassen? Oh, sehr gute Frage. Pass auf. Der perfekte Mord. Ja, ich bin gespannt. Habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und zwar, indem ich sie von einem Schwein auffressen lasse. Ein Schwein braucht 24 Stunden für einen menschlichen Körper. Ja. Und danach verbrenne ich das Schwein. Ist aber ein Eber, oder? Schweine essen auch tote Menschen. Also haben sie keinen Stress mit. 24 Stunden, das klingt gut. Ja. Und danach das Schwein verbrennen. Aber dann ist doch, sind die Knochen auch weg? Die fressen alles. Krass. Also das ist meine Laieninformation. Aber ich habe mal gehört, ein Schwein braucht 24 Stunden. Ja. Und um alle DNA-Spuren zu vernichten, das Schwein verbrennen. Aber das, ja, okay. Ich dachte, oder noch von noch einem Schwein fressen lassen und das dann verbrennen. Ja, ja, okay. Ich dachte zuerst irgendwie an Säure oder so. Ja, auch gut. Das kommst aber schwer ran. Kommst aber schwer ran, aber von einem Schwein auffressen lassen, finde ich cool. Ja, das ist logisch. Logisch. Ich glaube, du musst die Zähne rausnehmen. Ich glaube, die scheiden die sonst aus, aber deswegen verbrennst du es ja. Ja, okay. Musst halt vor dem Ausscheidungsprozess verbrennen. Hm. Geile Sache. Ich glaube, Basti hat auch noch zwei Fragen. Ich brauche noch zwei Fragen. Ich weiß bloß noch nicht. Jetzt ziehen wir mal durch hier. Wem von euch ich da was stelle, aber vielleicht. Sollen wir dir helfen? Pass auf, Mattes. Ja. Ach nee, Mattes wurde eben schon gefragt. Ja. Obwohl, ich mach trotzdem mit dir weiter. Pass auf, Mattes. Welchen Fehler in deinem Leben würdest du, wenn du könntest, rückgängig machen? Und wie? Boah. Alter. Das ist ein Brett. Ja. Das ist aber ein richtiges Brett. Alter Schwede, ey. Basti. Du alter Ficker, du bringst hier schon wieder so eine Melancholie rein. Ich meine, das jedes Mal. Das kann ja auch was Geiles sein. Donnerwetter, ey. Ey, meine Güte. Ja, keine Ahnung, dass ich dich kennengelernt habe. Richtige Antwort. Nee, weiß ich nicht. Also, um darauf ernst zu antworten, glaube ich tatsächlich, dass ich keinen Fehler rückgängig machen würde. Ja. In meinem Leben. Weil ich sonst nicht an dem Punkt wäre, wo ich jetzt bin. Und ich bin jetzt glücklich. Boah, wer bringt denn jetzt die Schwere hier mit rein? Nein, aber es ist genau die Antwort, die solch eine Frage verdient. Ja. Aber wenn du dir einen aussuchen könntest, also nur der Interesse halber, was, also es muss ja nicht mal so. Also jetzt also ist es für mich im Nachhinein kein Fehler, aber. Also nichts richtig Hochtrabendes, das sind vielleicht so Kleinigkeiten. Vielleicht, dass ich beim Lotto die falschen Zahlen angegeben habe oder so. Ja. Also weiß ich nicht, oder irgendwelche Fehlkäufe. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Irgendwie, weiß nicht, irgendwas, was ich gekauft habe, was dann scheiße war. Ein Brotbackautomat. Hast du ein Brotbackautomat? Nee, aber was habe ich denn, mein letzter großer Fehlkauf? Weiß ich nicht, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ja. Ja, okay. Nee, ja, keine Ahnung, nö, ich hab, weiß ich ja nicht, nö. Ja, danke fürs Gespräch, Hannes. Pass auf. Hannes, du musst jetzt auswählen, Hannes. Pass auf, Hannes. Oh, ich mach schon wieder Stein. Nee, pass auf. Die Hochzeit eines Menschen crashen, den du richtig hast und damit durchkommen, oder splitternackt auf einer Goa-Party und unerwartet viel Spaß haben. Ja, safe. Ist relativ einfach. Ne? Tatsächlich das Erste. Das Erste, ne? Ja, einfach geil die Hochzeit crashen und damit durchkommen. Das finde ich cool. Das finde ich gut. Einfach irgendwie einen Scheiß labern. Beispielsweise mit, haben wir noch jemanden, der etwas dagegen, also der etwas gegen diese Ehe hat? Das habe ich mir mal so vorgestellt, gerade wenn man das im Internet sieht. Ja, ich immer aufstehen und irgendeinen Scheiß labern. So, ich hatte hier Oralsex. Aber mit ihm, nicht mit ihr. Genau, richtig. Einfach so, dass alle sich umdrehen und denken, ach du Scheiße, Hilfe, ey. Was macht ihr denn hier? Ja, irgendwie sowas. Ja, das finde ich gut. Ja. Ja, oder einfach fünf Kindernamen vorlesen. Auch gut.
Genau, denkst du bitte an Justin, Kevin und Basti sind auch noch drei Behinderte dabei. So. Oder einfach mitbringen, so irgendwie ausleihen. So von Arbeit mitbringen, ein paar Kinder, so hier. Du hast heute, wir haben uns abgesprochen, heute ist Samstag, heute bist du dran. Ja, genau, cool. Finde ich gut. Ja. Ja. Geile Frage, ey. Auf jeden Fall. Leute, es hat mir Spaß gemacht. Ich komme auch schon, wenn wir nichts krass Schwieriges vergessen haben, komme ich auch schon zur Abmoderation. Ja, wie nennt ihr die Folge? Die Folge nennen wir Krass an der Grenze? Nee. Ich finde Urinbombe nicht schlecht. Ich wollte sagen, wir hatten am Anfang was, das wäre irgendwie cool. Urinbombe, Kot, wie war dein krass deutsches Wort, was du da gesagt hast? Warte. Versprühung, irgendwas mit. Genau, das ist eigentlich noch besser. Höhentypisches Spritzmuster. Höhentypisches Spritzmuster, das finde ich gut. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Check. Okay, cool. Dann. Sehr gut. Letzten Wort. Das war mir eine Ehre. Ja, mir auch. Ja. Auch wenn ich erst der dritte war, den ihr gefragt habt. Ist okay. Das tut jetzt hier nicht zur Sache. Draußen grüßt gut. Der Sonnenschein. Und alle scheinen gut drauf zu sein. Hallo, wie geht's? Danke und selbst. So habe ich mir das vorgestellt. Ein nettes Wort, ein Bier im Freien. Manche zeigen sogar Bein. So schlendere ich durch Straß und Gasse. Zum Glück gibt es die Herrenrasse. Jetzt haben wir sie alle durch.